Wir geben Backpulver in ein Glas hinein, dann Weißessig dazu, dann schäumt das auf und geht wieder runter. Dann kippen wir etwas Unsichtbares, wahrscheinlich das Gas, in ein anderes Glas. Und schon kann man Kerzen damit ausmachen. Was? Das muss ich ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Dann starten wir einfach mal direkt, indem wir einen Teelöffel Backpulver ins Glas geben. Wir nehmen jetzt einfach die Essigessenz. Wenn ich sie aufkriege, der Verschluss ist gerade echt schwer. Da brauche ich gleich den Löffel dazu. Und geben einen Teelöffel einfach rein und schauen mal, was passiert. Ich hoffe, das schäumt nicht zu arg, dass das Glas hier ausreicht. Und dann sollte da jetzt CO2 entstehen. Ich denke auf jeden Fall, Gase haben sich gebildet. Ist nur die Frage, wie viel. Das hört einfach nicht auf zu schäumen. Das schäumt jetzt schon seit 10 Minuten. Und ich denke einfach mal, jetzt kippen wir das einfach mal rüber und gucken dann mal, ob was passiert. Beziehungsweise, wir machen es einfach so, während das Ganze schäumt, mache ich einfach schon mal die Kerzen an. Weil dann bin ich einfach schneller. Nicht, dass das heißt, oh, das Gas ist jetzt weggeflogen. Wobei die Theorie ist ja, beziehungsweise nicht die Theorie, aber das Ding ist ja, CO2 ist ja schwerer. Deswegen setzt sich das unten ab und deswegen kann man das auch rauskippen. Ich habe das jetzt mal rübergedreht, aber wir wechseln gleich die Perspektive, sodass ihr es besser seht. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich kippe jetzt hier das CO2 rüber. Aber nichts von der Flüssigkeit. So, jetzt sollte hier CO2 drin sein. Dann machen wir das jetzt aus. Dann kann ich jetzt mit dem Behälter hergehen und theoretisch hier drüber. Jawohl, und es passiert nichts. Deshalb machen wir jetzt das, was wir immer machen, wenn etwas nicht nach Plan läuft, und zwar übertreiben. Jetzt habe ich hier wieder Backpulver reingegeben. Gebe ich hier Essigessenz rein, zwar schon mal ein bisschen mehr und ein bisschen Wasser rein diesmal. Vielleicht hat das Wasser einfach gefehlt. Ich meine, ist ja egal, ob ich es jetzt vor oder nachhinein anrühre. Ein Schuss Wasser hinzu, das Ganze ist ein bisschen verdünnter. Und das schäumt jetzt hier viel krasser auf. Und jetzt lassen wir das nochmal eine Weile schäumen. Und dann eigentlich, ich weiß nicht. Also es soll sich ja irgendwie unten absetzen. Das heißt quasi, das Gas, was sich da jetzt bildet, es blubbert ja offensichtlich. Kann ja nicht oben, soll ja nicht oben hinaussteigen. Und soll ja im Glas drin bleiben. Warten wir jetzt einfach nochmal kurz und geben das nochmal rein, machen die Kerzen aus. Machen wir das jetzt hier nochmal so. Ja, die Flüssigkeit darf ja nicht mit rein, nur das Gas. So, jetzt müssen die Kerzen hier ausgehen. So, dann mache ich kurz so. Und dann gehen wir hier rüber. Alter, viel zu wenig oder was? Das Ganze scheint ein absoluter Härtefall zu sein. Jetzt nehmen wir hier die große Schale, geben einfach die ganze Packung Backpulver hier rein und bedecken die jetzt gerade so mit Essigessenz. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier. Die Kerzen stehen hier rechts. Ich bin hier gerade voll mit dem Arm drüber. So, dass die gerade so bedeckt sind. Das gerade so bedeckt ist, das Backpulver. Und jetzt schäumt es schon mal richtig krass. Und das lassen wir jetzt nochmal schäumen. Und dann schütten wir da das Gas, wo jetzt hier entsteht, weil das muss funktionieren. Das Ganze ist ready. Ich habe jetzt zusätzlich die Kerze noch in ein Glas reingestellt, damit es hier drin bleibt. Oh mein Gott, das funktioniert echt. Okay, die flackert, geht auch aus. Und die hier? Komm schon. Ja, auch ausgegangen. Es hat funktioniert, Leute. Ich hätte das Glas ja gar nicht mal mehr gebraucht. Also wenn man jetzt ein bisschen mehr Backpulver nimmt und Essig, funktioniert es auf jeden Fall.